Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Auswahlorakel. So schön, dass du wieder mit dabei bist und wir gleich gemeinsam in die Karten schauen. Heute werfen wir einen Blick in die Zukunft und gucken mal, wo du in einem Jahr stehst, was sich da vielleicht verändert hat, welche Themen du bewältigt hast oder ja, was da einfach auf dich zukommt, wie dein Leben da so ausschaut, worauf du dich freuen darfst. Und dazu darfst du dir gerne einen der drei Stapel aussuchen, die ich hier vorbereitet habe. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, schau auch gerne in zwei oder alle drei Stapel rein. Du kannst auch gerne schauen, wo stehst du beruflich, in der Liebe und persönlich in einem Jahr? Also beleg die Stapel auch gerne mit verschiedenen Themen, wenn du Lust hast. Nutz das Orakel einfach spielerisch und intuitiv, so wie es dir dienlich ist. Und als Auswahlhilfe für den ersten Stapel habe ich heute wieder den Schneequarz dabei. Und für Stapel 2 den Amazonit. Und den Rosenquarz für Stapel 3. Und ich finde die drei auch immer so schön zusammen. Die sehen so süß aus zusammen. Ja, genau. Schau mal, wo es dich hinzieht. Noch eine kleine Erinnerung an die Kakaozeremonie, die kostenlos und online stattfindet am kommenden Donnerstag, den 6. Juni, wenn du da gerne dabei sein möchtest, wenn du mal reinschnuppern möchtest in eine Kakaozeremonie oder in meine Arbeit. Da können wir uns ja noch näher begegnen sozusagen. Das findet über Zoom statt. Wir können uns dann hinterher noch austauschen, wenn du Lust hast. Und es dient einfach dazu, dass du eine Stunde Zeit für dich hast, den Alltag vergessen kannst, die Sorgen vergessen kannst, mehr bei dir ankommst, mehr in den Frieden kommst, in die Ruhe, in die Entspannung, in die Gelassenheit. Und wir trinken nicht nur zusammen Kakao, sondern machen im Anschluss noch eine schöne Fantasie- und Entspannungsreise, die dich zu einer Zauberschule führen wird. Und ja, es wird also ganz magisch und mystisch. Und ich werde da noch ein bisschen schöne Musik dann nutzen, um das Ganze zu untermalen und um dich dann noch mehr abzuholen oder hinzubringen in die magische Welt. Ja, wenn du da Lust hast, wie gesagt, du findest da die Infos auf meiner Webseite. Da gibt es den Menüpunkt Kakaozeremonien und da gibt es eine Liste, wo du dich eintragen kannst. Das ist ein unverbindlicher Newsletter quasi. Da wirst du auch über alle folgenden Termine informiert. Und wenn du dann Zeit hast, kannst du eben teilnehmen. Es gibt nicht immer eine Aufzeichnung. Wenn es eine Aufzeichnung gibt, bekommst du sie, sofern du in der Liste bist. Und du kannst dich aus dieser Liste natürlich auch jederzeit austragen, wenn du merkst, dass du keine Lust mehr auf Kakaozeremonien hast. Aber das Feedback bis jetzt ist immer sehr, sehr gut. Und es gibt einige, die regelmäßig daran teilnehmen, weil es sehr, sehr wohltuend ist. Genau, also vielleicht sehe ich dich ja nächsten Donnerstag da. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Oder bei einer der nächsten, dann, wenn der Termin gerade nicht passt, habe ich gesagt, die Uhrzeit, es ist 18 Uhr, also 6.06.24 um 18 Uhr live über Zoom. Genau, also vielleicht sehen wir uns da. Ansonsten fange ich jetzt mit dem ersten Stapel hier an. Hallo an dich, wenn du Stapel 1 gewählt hast und wir schauen mal, was die Karten uns hier offenbaren, wo du in einem Jahr stehst. Was kommt denn da auf dich zu? Da haben wir den Turm, die 10 Münzen und die 6 Stäbe. Mit dem Turm erwartet dich innerhalb des nächsten Jahres, ich lege das mal so hin, auf jeden Fall einiges an Wandel und Veränderung und Umbruch, aber auch Befreiung. Und der Turm kann sehr herausfordernd sein. Das heißt, das kommende Jahr, die nächsten 12 Monate, so ungefähr dieser Zeitraum, ja, wird Herausforderungen für dich bereithalten. Und es kann ganz schön ruckelig werden. Das Leben kann dich hier ganz schön auf die Probe stellen oder aus dem Gleichgewicht bringen. Es könnten Dinge geschehen, die dir im ersten Moment den Boden unter den Füßen wegziehen. Das Ganze dient aber dazu, dass aus deinem Leben herauszunehmen, was dir nicht mehr dienlich ist und was kein stabiles Fundament mehr hat. Das heißt, wenn du eine berufliche Situation oder eine Beziehung oder irgendeinen deiner Lebensumstände auf einer
ungesunden Basis aufgebaut hast, ja, etwas aufgebaut hast auf etwas, was kein gutes Fundament hat, ne? Also zum Beispiel eine Beziehung eingegangen, wo von vornherein eigentlich kein gutes Gefühl da war oder wo man von vornherein gemerkt hat, es ist nicht optimal oder es sind laufen Dinge nicht so gut und man hat aber festgehalten und hat weiter darauf aufgebaut. Und solche Dinge kann sein, ne, dass das Leben dann sagt, so, das lassen wir jetzt mal schön los, weil es dient dir einfach nicht. Du möchtest ja hier hin zu den 10 Münzen. Und die 10 Münzen ist auch eine der positivsten Karten hier im Tarot. Es ist quasi ja, die Endstation bei den kleinen Arkana. auch eine hohe Glückskarte. So, ja? Bei den 10 Münzen, da geht es um Reichtum, um Wohlstand, um wirklich dieses solide Fundament, eine richtig gute Basis, die man aufgebaut hat, einen ganz festen, stabilen Stand zu haben, ja, etwas ganz Wertvolles aufgebaut zu haben, woran man die nächste Zeit oder das restliche Leben zehren kann. Das heißt, in einem Jahr wirst du dort angekommen sein, an einem Punkt, wo du entweder was die Familie angeht, was eine Partnerschaft angeht, was den beruflichen Bereich angeht oder auch alles zusammen, wirst du an einem Punkt sein, ja, wo du dich richtig angekommen fühlst, wo du auch ja, einen gewissen Wohlstand hast oder Fülle um dich herum oder das erkennst, wo du dankbar sein kannst, ja. Wenn es für dich um eine berufliche Situation geht, ne, dann würden die 10 Münzen jetzt hier wirklich anzeigen, dass du da Erfolg haben wirst, dass du dir da was Solides aufgebaut hast, was dir auch Wohlstand verschafft, ja, was auch immer du unter Wohlstand verstehst, wie viel du dafür brauchst, aber dass du alles hast und noch mehr, was du brauchst, ja, und dass du da einfach richtig gute Sicherheiten auch hast, ja, dass du dir wirklich ein sicheres, stabiles Fundament aufgebaut hast. Davor muss aber eben der Turm passieren, der eben zum Einsturz bringt, was verhindert, dass du das so toll aufbauen kannst. Ja, das heißt, es wird vorher noch mal ruckelig werden, quasi bevor du in den nächsten Gang schalten kannst, und wird dich aber eben an einen wunderwundervollen, erfolgreichen Platz quasi führen. Und die 6 Stäbe hier strahlt für mich auch Erfolg aus hier. Es ist 6 Stäbe, 6 Stäbe, ja, ist auch die Erfolgskarte, genau. Ich habe sie gerade verwechselt mit den 6 Münzen. Aber genau, die 6 Stäbe ist Erfolg, Lorbeeren ernten, ja, ein Ziel erreicht haben und dann ja auch so viel haben, dass man anderen davon abgeben kann, die vielleicht nicht so viel Glück hatten oder die, ne, die einfach etwas brauchen. Also, dass du einfach auch an einem Punkt bist, wo du sagen kannst, hey, ich habe genug. Ich kann auch dir etwas abgeben davon, ja, oder ich kann dir auch zeigen, wie ich es geschafft habe. Einfach, dass du andere mitnimmst, dass du andere unterstützt durch das, was du selber erreicht hast, ja. Aber du wirst Grund zum Feiern haben und auch von anderen, ja, bejubelt werden. Ist vielleicht ein bisschen, also je nachdem, vielleicht, je nach Situation, kann es sein, dass du eine Community hast, die dir zujubelt oder dass du vielleicht auch mal auf einer Bühne stehst, ja, wo du richtig auch Applaus bekommst. Wer weiß, wo der Weg dich dann hinführt. Aber einfach, dass das Umfeld oder andere Menschen auf dich schauen und auch stolz auf dich sind oder sich auch darüber freuen, was du erreicht hast, ja, sich mit dir freuen und dich unterstützen und auch supporten. Und ja, das ist eine ganz tolle Energie. Also da darfst du dich freuen, auch wenn erstmal der Turm überstanden werden muss, dann mit seinen, ja, Herausforderungen, die er so mit sich bringen kann. Aber es lohnt sich eben da dann durchzugehen und darauf zu vertrauen, dass was auch immer der Turm bei dir zum Einsturz bringt, dass das schon seinen Sinn und Zweck hat. Erkenne dein wahres Selbst und das braucht nur Mut. Wieder mal diese Karte, die hatten wir neulich ja des Öfteren schon. Oder sie taucht in den letzten Tagen hier häufiger auf. Du wirst also innerhalb des nächsten Jahres erkennen, eben wer du wirklich bist, ja. Und das kann auch dazu führen, dass eben Dinge einstürzen oder wegbrechen, die dir nicht mehr entsprechen und die eben nicht das sind, was du wirklich bist. Ja, du wirst also erkennen, was gehört wirklich zu dir und was darfst du eben loslassen, ja. Oder auch das Leben wird dir helfen, durch gewisse Erfahrungen und Umstände das auch zu erkennen. Ja, vielleicht wirst du auch erkennen, wenn Dinge wegbrechen oder wenn du etwas oder jemanden loslassen musst oder wenn du nochmal von vorne anfangen musst oder, ne, dass egal was im Außen geschieht, dass
dass der Kern, dein wahres Selbst, die Essenz, die du bist, die dich ausmacht, die dich überhaupt lebendig sein lässt, dass das ganz unabhängig davon ist, was im Außen ist oder was sich in deinem Leben zeigt, ob du eine Partnerschaft hast oder nicht, ob du erfolgreich bist oder nicht, ob du ein Dach über dem Kopf hast oder nicht. Ja, dein wahres Selbst ist von all dem unberührt, so es. Der Wert wird da nicht definiert davon, ja. Und auch das Glück im Prinzip muss davon nicht abhängig sein. Und das erkennst du mehr und mehr in dem nächsten Jahr, dass du deinen Wert und deinen inneren Frieden, dein inneres Glück, da dich innerlich vielleicht reich und erfüllt zu fühlen, dass das immer weniger abhängig wird von äußeren Umständen. Und wenn du den Halt und Sicherheit auch immer mehr in dir selber finden kannst und wenn du weißt, ey, egal was da im Außen ist, ne, ich schaffe das, ich bin stark genug, es ist nur eine Erfahrung, auch unangenehme Erfahrungen werde ich schaffen, werde ich überstehen. Ne, das hat alles nichts mit meinem Wert zu tun oder so. Dann kannst du auch viel freier und mutiger Entscheidungen treffen. Dann wirst du dich trauen, immer mutiger zu sein und Entscheidungen zu treffen, auch mal was zu riskieren, etwas zu wagen, vielleicht selber auch Sachen zum Einsturz zu bringen und nochmal neu anzufangen, nochmal neu aufzubauen und das Ganze dann so aufzubauen, dass es wirklich zu dir passt, dass du dich selber nicht belügen musst, nicht hintergehen musst, nicht. Wie sagt man, dich selber nicht verkaufen musst, ja, sondern deinen Werten treu bleiben kannst. Das heißt, du wirst in dem kommenden Jahr wirklich lernen, immer mutiger zu sein, dich von deinen Ängsten auch nicht mehr aufhalten zu lassen, ne? Nicht von der Angst, nicht gut genug zu sein, nicht von der Angst, nicht geliebt zu werden oder nicht verstanden zu werden. So all diese Ängste dürfen immer mehr in den Hintergrund treten, weil du ja erkennst, wer du wirklich bist und deine innere Größe und deine Strahlkraft und dein ganzes Potenzial, das erkennst du und eben dein Wert, ja. Und dann kannst du ganz anders durchs Leben gehen. Dann wirst du dich nicht mehr klein machen, sondern dann wirst du in deine Größe eben auch kommen, deinen Platz einnehmen und ja, Entscheidungen treffen, die du wirklich treffen möchtest und die nicht von Angst geprägt sind, sondern eben von Mut. Ja, und das wird dich letzten Endes eben auch hier zu den 10 Münzen führen, ne? Zum Erfolg, zum Wohlstand, zur Fülle, zum Glück. Schauen wir mal weiter. Wir haben den Wandel, ja, das dachte ich mir schon, und die Heilung. Genau, ja. Hier, also im kommenden Jahr, es wird viel Wandel sein, was der Turm ja begünstigt, ne? Eben Dinge wirklich zu verwandeln, zu verändern. Wie gesagt, kann holprig sein, kann ruckelig sein, kann alles andere als sanft sein. Aber ist eben nötig, ne? Je nachdem, wie viel man vielleicht aufgebaut hat auf diesem wackeligen Fundament, braucht es eben auch einen größeren, Knall, damit alles wirklich ja, verschwinden kann, um neu aufzubauen. Ne? Also hier der Wandel bei jedem Einzelnen wird es sicherlich verschieden sein, wie intensiv der Turm da zuschlägt, wie intensiv das spürbar ist, wie groß oder klein dieser Wandel sich anfühlt. Aber Wandel ist vorprogrammiert, ja. Also heute in einem Jahr wirst du definitiv nicht mehr an dem gleichen Punkt stehen und es wird sich einiges verändert haben in deinem Leben. Und hier darf ganz viel Heilung eben auch geschehen. Und schau mal, wie wunderschön dieser regenbogenfarbene Engel hier ist, der da zu dir kommt, der über dich wacht. Und auch hier haben wir Regenbogenfarben und den Pegasus. Super, super schöne Energien hier. Viel Freiheit. Ne? Fliegen ist ja auch so ein Symbol für Freiheit, Grenzenlosigkeit, auch Neubeginn. Ja, einfach dorthin fliegen, wo du neu beginnen kannst, wo du ganz neu und leicht anfangen kannst. Genau, also Heilung kommt hier auf dich zu, der Wandel. Es dürfen eben alte Themen, alte Schattenaspekte dürfen in den Vordergrund treten, um angeschaut zu werden, um sich dessen bewusst zu werden, um dann auch geheilt zu werden, transformiert zu werden. Und auch Heilung ist ja nicht immer so ganz sanft, ne? Das passiert dann auch schon mal mit Schmerz und Tränen und vielleicht alter Wut und Dingen, die einfach da hochkommen aus der Versenkung, die an die Oberfläche kommen. Heilung
geschieht ja auch, wenn alte Wunden aufgerissen werden und wenn man sich dann erlaubt, diesen Schmerz zu fühlen, die Ohnmacht vielleicht zu fühlen, zuzulassen, dass man gerade nichts machen kann, ne? Dass alles zusammenbricht und das einfach anzunehmen. Hey, ja, ich fühle mich gerade richtig hilflos, machtlos, ohnmächtig, aber ich lasse es zu. Ne? Und dann sich dem Leben da auch hinzugeben, mit dem Leben mitzufließen und dem Leben zu vertrauen. Und darin kann ganz viel Heilung auch geschehen, wenn man auch sich darin übt, Kontrolle loszulassen, sich immer wieder für Vertrauen zu entscheiden, für die Liebe. Genau, da kann ganz, ganz viel verändert werden. Ja, und schau, du bekommst die Ganzheit und den inneren Frieden. Also das nächste Jahr würde ich eben an den Punkt bringen, ja, dass du mit dir in den Frieden kommst, mit dir ins Reine kommst, aber auch eben mit den Umständen, ne? Und wie ich schon sagte, es wird dir mehr und mehr egal werden, was im Außen geschieht. Du wirst trotzdem zentriert bleiben können. Du wirst trotzdem bei dir bleiben können. Ne? Du erkennst dein wahres Selbst. Du wirst eins mit dir und mit dem, was um dich herum geschieht. Du weißt, oder du wirst lernen und erkennen, dass es keine Trennung gibt, ja, dass du nicht getrennt bist von allem anderen, sondern du bist ein Teil des Ganzen und darin wirst du auch Frieden finden und eben auch, indem du erkennst, wer du wirklich bist, ne, was dich wirklich ausmacht, wirst du inneren Frieden finden und das, was im Außen geschieht, wird immer weniger diesen Frieden zerstören können. Sondern du wirst immer gelassener auch werden. Du wirst entspannter sein können, ruhiger, ne? Und das strahlen diese beiden Karten aus. Und wir haben hier nochmal diese Engelsflügel. Also ich denke, du bist auch sehr behütet und beschützt, auch durch die höheren Kräfte. Vielleicht hast du auch sehr eine Affinität zu Engeln oder auch hier zum Pegasus, zu Einhörnern, zu magischen Wesen. Ja, dann sei dir dort auch gewiss, dass die um dich herum sind. Hier haben wir auch die Delfine vielleicht als Kraft hier, ja, die dir auch Leichtigkeit schenken. Genau, und ja, somit super schöne Energien. Und schauen wir noch hier. Wir haben den Visionär und die Meisterschaft, auch super schöne Karten für dich. Also du wirst zum Visionär werden. Ja, du wirst hier wirklich auch vielleicht neue Ideen entwickeln, ganz neue Ansätze für dich finden. Und zwar genau durch die Erfahrungen, die du machst, durch die schwierigen Herausforderungen, die du auch zu meistern hast. Und du wirst eben Meister über dein Leben werden. Du wirst Meisterschaft erlangen über deine Erfahrungen, ja, oder auch über dich selbst. Du wirst vielleicht auch eben lernen, ne? Das ist ja das mit dem inneren Frieden, mit der Ganzheit, mit der Zentrierung, ne, das strahlt es auch nochmal aus. Du wirst hier immer besser in deiner Mitte bleiben können und dich immer weniger von irgendwelchen äußeren Sachen aus der Ruhe bringen lassen, weil du weißt, es geht nie darum, was im Außen ist. Es geht immer nur darum, was in dir ist und wie du auf die Dinge reagierst oder ob du überhaupt reagierst, ne? Und da wirst du eine Meisterschaft erlangen, dass dich eben das Äußere wirklich immer weniger aus der Fassung bringt, ja, oder wirklich so richtig aus der Bahn wirft. So, das wird immer weniger werden. Natürlich wird es immer noch mal ruckeln und es werden Themen angetriggert werden. Du wirst mal wütend werden, du wirst dich mal ärgern, du wirst dich mal ohnmächtig fühlen, du wirst traurig sein, da wird Schmerz sein, ja, da wird Frust sein, so, aber es wird dich immer weniger herausfordern im Sinne von, dass du immer schneller wieder zu dir zurückfindest, dass du immer schneller merkst, hey, ist doch gar nicht wichtig, ist doch egal. Ich vertraue dem Leben. Ja, ich weiß, dass mich das Leben trägt und beschützt hier auch die Engelwesen, ja, die geistigen Kräfte, Gott, wo auch immer du dran glauben möchtest, dass du beschützt bist und dass dir doch gar nichts passieren kann. Und das ist doch. Das meiste, worüber man sich aufregt, spielt doch in ein paar Wochen gar keine Rolle mehr und vergisst man ja auch ganz schnell wieder. Es ist immer nur so dieser Moment, wo man dann drin ist in der Situation, wo man sich damit identifiziert, auch mit der Rolle, die man gerade spielt und mit dem Platz, den man da gerade eingenommen hat. Aber je mehr du eben dein wahres Selbst erkennst und erkennst, dass du davon losgelöst bist, dass du schon mit allem verbunden bist, aber dich gar nicht identifizieren musst mit dem, was da im Außen geschieht, weil es nicht deinen Wert oder deinen Kern berührt in Wahrheit oder verändert. Und dann kannst du eben immer gelassener bleiben. Also das wirst du innerhalb des nächsten Jahres einfach lernen. So, und zu guter Letzt, wir haben die Kommunikation und die natürlichen Zyklen. Ja, also im kommenden Jahr wird Kommunikation eine große Rolle spielen. Das heißt, du wirst
vielleicht viel lernen über Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation, vielleicht wie du lernen kannst, klar und deutlich zu kommunizieren, wie du lernen kannst, Grenzen zu kommunizieren, deine Bedürfnisse zu kommunizieren, friedlich zu kommunizieren. Ja, das wird, Entschuldigung, ein großes, da kriege ich gleich einen Frosch im Hals beim Thema Halschakra und Kommunikation. Genau, aber das wirst du lernen, eben wie du das deutlich verbessern kannst, damit es weniger zu Missverständnissen kommt, damit du ganz klar sagen kannst, was du möchtest, was dir wichtig ist, welche Entscheidungen du triffst. Ja, also kein Wischiwaschi, kein ja, eventuell, vielleicht, möglicherweise, sondern du wirst lernen, ganz klar zu sagen, das will ich, da will ich hin. Und genau, da treffe ich jetzt die Entscheidungen entsprechend dazu. Und das wiederum wird dich auch eben hier zu den 10 Münzen und zum Erfolg führen, ne? In den Wohlstand, in die Fülle, ins Glück. Genau, und die natürlichen Zyklen, die dich einfach auch daran erinnern, alles hat seine Zeit, alles hat seine Phase, seinen Zyklus. Und möglicherweise schließt du auch innerhalb des nächsten Jahres einen Lebensabschnitt, einen Lebenszyklus hier ab. Ja, vielleicht der ein oder andere beginnt die Wechseljahre, kommt mir da als Impuls. Der ein oder andere wird vielleicht heiraten, ne, eine Familie gründen. Einfach, dass ein alter Abschnitt hier wirklich endet und du einen ganz neuen Zyklus auch beginnst in deinem Leben. Also hier, ja, wartet ja wirklich große Veränderung, Wandel auf dich und ein ganz, ganz neuer Lebensabschnitt, der sich jetzt so langsam ankündigt und wo es langsam in die Veränderungen geht und wo du einfach einen tiefgreifenden Prozess auch durchlaufen wirst innerhalb der nächsten circa 12 Monate und wo du wirklich nach einem Jahr, wie ich schon meinte, an einem ganz anderen Punkt stehen wirst als heute. Also ja, freu dich auf das, was kommt. Und ich wünsche dir da ja einen ganz, ganz tollen Weg und dass du diesen Weg auch genießen kannst, auch die Herausforderungen genießen kannst. Du hast hier ja wirklich ganz, ganz viel tolles Potenzial und super schöne Energien liegen. Also ja, sei vertrauensvoll, triff mutige Entscheidungen und wisse, dass sie dich dorthin bringen werden, wo du hin möchtest. In diesem Sinne waren das deine Botschaften. Ich hoffe, es dient dir, es unterstützt dich. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Kommentar da, ein Like und ein Abo, falls du noch kein Abonnent hier bist auf dem Kanal. Das hilft mir ja auch, dass der Kanal weiter wachsen kann. Empfehle das Video gerne weiter, teile es gerne. Auch das hilft mir und unterstützt mich. Wenn du mich noch anderweitig unterstützen möchtest, zum Beispiel mit einer Kaffeespende, findest du den Link dazu in der Videobeschreibung und auch den Link zu meiner Webseite und zu meinen Angeboten. Da kannst du auch gerne mal stöbern. Vielleicht findest du da ja auch etwas, was dich gerade ruft und anspricht. Und dann kann ich dich vielleicht dort auch noch weitergehend unterstützen. Würde mich auf jeden Fall freuen. In diesem Sinne, alles Liebe für dich, eine schöne Zeit und ich mache weiter mit dem zweiten Stapel. Hallo an dich, wenn du den zweiten Stapel gewählt hast und wir schauen mal, was da auf dich zukommt, wo stehst du denn in einem Jahr? Wir haben das Ass der Münzen, die 2 der Münzen und den Magier. Mit den Münzen geht es ja um das Materielle. Es kann sich hier bei dir also um ein berufliches Thema handeln. Vielleicht hast du diesen Stapel mit dem Bereich Beruf und Berufung belegt. Vielleicht wird aber auch einfach im kommenden Jahr oder in einem Jahr dieses Thema sehr, sehr wichtig oder dass sich in diesem Bereich das meiste verändert, also beruflich oder was deine Wohnsituation angeht, ja, was einfach das Greifbare angeht, die finanzielle Situation vielleicht, dein Körper vielleicht auch, ne? Vielleicht gibt es ein paar gesundheitliche Einschränkungen, die sich innerhalb des nächsten Jahres deutlich verändern, verbessern können. Na, sodass du einfach körperlich auch an einem anderen Punkt stehst. Vielleicht, ne, wirst du innerhalb des nächsten Jahres viel, viel Sport machen, dich anders ernähren, einfach viel mehr auf deine Vitalität und Gesundheit achten, sodass sich da auf der physischen und körperlichen Ebene einfach ganz viel auch verändern kann. So oder so mit dem Ass der Münzen kommen die Chance auch auf lukrative Angebote, was eben diese Bereiche angeht. Ne? Wenn du schon länger vielleicht auf der Suche bist nach einem neuen Zuhause, dann kann das hier wirklich der Hinweis sein, dass du innerhalb des nächsten Jahres hier ein ganz tolles Angebot finden wirst. Eine richtig tolle Chance, dort ein neues Zuhause zu finden. Oder aber auch, wenn es um das Berufliche geht, eben, dass du innerhalb des nächsten Jahres ein tolles Angebot oder tolle Möglichkeiten findest, um Geld zu verdienen, um dich beruflich zu verändern, weiterzuentwickeln, etwas aufzubauen. Ne? Das Ass der Münzen steht ja auch für einen Neubeginn und danach haben wir auch gleich die 2 Münzen, gleich die nächste Karte. Also hier
ja, darfst du dich neu erfinden, weiterentwickeln, auch mit den zwei Münzen heißt es, mehrere Möglichkeiten zu haben, mit denen man jongliert. Also vielleicht wartest du auch, dass endlich was vorangeht oder dass du weißt, was der nächste Schritt ist oder eben, ne, du suchst nach Angeboten, nach Möglichkeiten, eben dich wohnlich, beruflich oder wie auch immer zu verändern. Und auf einmal, zack, kommt da nicht nur ein Angebot, sondern vielleicht sogar mehrere und du darfst dann mit deinen Optionen jonglieren und schauen, hey, wofür entscheidest du dich dann? Die zwei Münzen ist auch eine Karte, die dafür steht, dass man sich darin übt, das Gleichgewicht zu halten, wenn das Leben auf einmal sozusagen dazwischen funkt. Ja, also man steht hier ja sehr schön stabil und jongliert da eben mit den Dingen, die man halt zu tun hat oder mit den Entscheidungen, die man treffen muss. Und dann kommt plötzlich noch so ein unerwarteter Impuls vom Leben rein und dann ist es wie so eine Prüfung, bleibt man stabil stehen oder bringt einen das direkt aus dem Gleichgewicht, wirft einen das aus der Bahn. Und ich nehme das aber so wahr, dass du innerhalb des nächsten Jahres hier lernen wirst, auch immer stabiler in deiner Mitte zu stehen und dich auch von unvorhergesehenen Ereignissen nicht so leicht aus der Ruhe bringen zu lassen, weil du einfach auch lernen wirst im kommenden Jahr, dass alles immer sein Gutes hat, dass das Leben auf deiner Seite ist, dass das Leben dir hier auch immer wieder neue Möglichkeiten schenkt und Chancen gibt, wenn du sie brauchst, ja. Und das wird dich einfach immer mehr ins Vertrauen und in die innere Sicherheit auch bringen. Und mit dem Magier hast du hier natürlich auch das volle Potenzial auf deiner Seite. Du wirst also im kommenden Jahr sehr, sehr lernen, mit deinen Fähigkeiten, mit deinem Potenzial umzugehen, es zu nutzen für dich, kreativ zu nutzen und Dinge, Visionen, Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Ja? Der Magier steht für Schöpferkraft, die eigenen Ideen in die Physis zu bringen. Und mit den Münzen hast du ja das Physische. Ne? Im Tarot gibt es ja die vier Elemente. Wir haben die Schwerter, die für den Geist stehen. Das ist quasi die Idee, die kommt. Dann kommen die Kelche, die für die Gefühle stehen. Die Idee, die du hast, bekommt also eine Emotionalität im Körper, sie wird fühlbar. Diese Emotionen und Gefühle sorgen dafür, dass wir ins Handeln kommen. Dafür stehen die Stäbe für Aktivität und Handeln. Und die Münzen letztlich sind die Manifestation der Idee, die mit den Schwertern begonnen hat. Und mit dem Magier zusammen sehe ich hier also, dass du in einem Jahr wirklich etwas in die Realität gebracht hast, etwas in deinem Leben manifestiert hast, woran du vielleicht schon länger sitzt oder vielleicht entwickelt es sich auch erst in den kommenden 12 Monaten, ja, dass du jetzt noch denkst, hey, was soll das sein? Eigentlich bin ich gerade total zufrieden, dass sich da einfach etwas entwickeln wird, ja, dass da eine Idee kommt, ein Impuls, ein Projekt, irgendwas, was du starten möchtest und es wird sich im nächsten Jahr manifestieren. Ja, super, super schön. Schauen wir mal weiter, was bekommst du noch? Das Wie wird sich zeigen und bitte die höheren Kräfte um Hilfe. Genau, vielleicht fragst du dich jetzt auch, ja genau, wie soll ich denn da hinkommen? Ja, ich wünsche mir ein neues Zuhause oder ja, ich wünsche mir berufliche Veränderung, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das erreichen soll, wie ich dahin kommen soll. Keine Sorge, um das Wie brauchst du dir weniger Gedanken machen. Wichtig ist, dass du weißt, dass du Veränderung möchtest oder welche Veränderung konkret du anstrebst für dein Leben, dass du ungefähr weißt, wo das Ziel ist, wo du hinkommen möchtest. Und dann gehst du den ersten Schritt, also sprich, jetzt zum Beispiel ne, bei der Wohnungssuche oder bei der Häusersuche wäre es ja dann zu wissen, hey, ich möchte gerne ein Haus oder eine Wohnung da und da haben oder die soll so und so aussehen oder so. Und dann wäre ja der erste praktische Schritt, den man machen könnte, halt auf die Suche zu gehen, ja, und Anzeigen durchzuschauen oder herumzutelefonieren, Makler zu beauftragen oder was auch immer. Und selbst wenn dir dann jeder sagt, das, was du suchst, ist unmöglich zu finden, vertraue darauf, ja. Bitte dann die höheren Kräfte um Hilfe, bitte das Universum um Hilfe. Der Magier steht ja für magische Schöpferkraft auch. Er steht ja auch dafür, dass ja, magisch zu arbeiten, die universellen Gesetze für sich zu nutzen und auch Wunder geschehen zu lassen, ja. Und das Potenzial ist ja da für dich. Das heißt wirklich, wenn du merkst, hey, ich möchte gerne das und das erreichen, ich weiß aber nicht wie und wie soll denn das funktionieren und wie soll ich das jemals finden oder wie soll ich das jemals erreichen? Mach dir darüber wirklich keine Gedanken. Das Wie zeigt sich unterwegs. Du gehst den ersten Schritt
Und dann zeigt sich der nächste Schritt und dann der nächste und der nächste und so geht es weiter, ne? Also du brauchst nicht schon wissen, wie du ganz am Ende ankommst, sondern einfach nur, was ist jetzt der nächste Schritt? Und dann gehst du Stück für Stück und das wird sich wirklich zeigen. Ja. Schauen wir weiter. Wir haben das Unerwartete, siehst du? Und die Grenzen. Genau, also Unerwartetes kann hier in dein Leben kommen. Deswegen, ne? Mach dir keine Sorgen um das Wie. Da werden Chancen und Möglichkeiten kommen, die das Leben dir bietet. Du musst wirklich nur den Kurs eingeben, quasi in dein Navi. Also sagen, das ist mein Ziel, da möchte ich gerne hin. Und dann, ja, schauen, offen bleiben auch für Möglichkeiten, für Ideen auch. Ja, auch schauen, welche Impulse kommen dir denn. Vielleicht auch so ein ganz unerwarteter Impuls, eine ganz unerwartete Idee, wo du denkst, hey, wo kommt das jetzt her? Ne? Oder du sprichst mit jemandem und da kommt völlig unerwartet ein ganz toller Hinweis oder ein Angebot. Hey, ich kenne da jemanden, ne, der verkauft gerade sein Haus da und da. Das klingt genau nach dem, was du suchst. Ja, oder hey, ich habe da eine Möglichkeit für dich, Geld zu verdienen. Vielleicht ist das was für dich oder ne, und schaue dann auch auf deine Grenzen, ne, wenn du dann sagst, ja, das ist unmöglich, das zu finden, ist das eine Grenze in deinem Kopf. Die darfst du dann erweitern, ja, da darfst du dich dafür öffnen, zu sagen, hey, was ist, wenn es doch möglich ist, ja, wenn ich jetzt gar nicht wissen muss, wie das geht, ich muss einfach nur vertrauen, dass es möglich ist und dass ich es finden kann oder dass es mich findet, wenn es für mich bestimmt ist, ne? Dann wird es in mein Leben kommen. Und die Grenzen, die dir sagen, hey, das ist unmöglich, das werde ich niemals finden, das werde ich niemals schaffen, das kann unmöglich funktionieren, öffne dich einfach für die Vorstellung und frag dich, was ist, wenn doch und was könnte denn dazu führen, dass es möglich wird? Oder wie könnte es denn möglich werden? Und dann spiel einfach mal in deiner Fantasie, ja, ohne dass du das wirklich ganz ernsthaft betreiben musst, sondern einfach, hey, wie könnte es denn funktionieren? Wie könnte denn ein Weg aussehen? Was, wenn es keine Grenzen gäbe? Und ganz egal, spinn doch einfach mal rum in deiner Fantasie, in deinem Geist. Und schau, wie es möglich werden könnte, wie es ablaufen könnte, wie es sich zutragen könnte, dass du dein Ziel erreichst. Und ja, erkenne dich als geistiges Wesen und verliere den Humor nicht, egal was ist. Genau. Und du wirst dich also innerhalb der nächsten Monate mehr und mehr als dieses geistige Wesen erkennen, als das Schöpferwesen und auch erkennen, dass dein Geist einen sehr, sehr großen Einfluss auf das hat, was sich in deinem Leben zeigt und wie du das Leben wahrnimmst und wie du das Leben gestaltest, ne? Und wenn du eben durch die Welt gehst und eher negativ eingestellt bist oder immer nur siehst, was nicht geht oder dir selbst nichts zutraust, nicht daran glaubst, dass alles potenziell möglich ist, dann verschließt du dich auch vor Möglichkeiten und vor Wundern und vor der Magie, ja, die schon durchaus da sein kann, wenn du daran glaubst. Und je mehr du dich als geistiges Wesen erkennst und erkennst, wie viel Macht und Kraft und Potenzial und Schöpferkraft dein Geist hat, da deine Gedanken, deine Visionen, deine inneren Bilder, deine Fantasie. Das ist unglaublich mächtig. Das sind mächtige Werkzeuge, die du an der Hand hast. Und wenn du das nutzt für dich und um dir deine Zukunft zu gestalten, dann hast du schon ganz, ganz viel gelernt und gewonnen. Und das wird sich eben innerhalb der nächsten Monate hier für dich ja, entwickeln. So, ja. Und dein Humor, vielleicht wirst du eine neue Art von Humor finden. Ich tue die mal hier hin. Ja, dass sich eine ganz neue Art von Humor in dir entwickelt, dass du vielleicht dich selber von einer ganz neuen Seite kennenlernst, dass du vielleicht merkst, hey, wow, oder vielleicht lernst du überhaupt erst kennen, dass du auch witzig sein kannst. Vielleicht war dein Leben bis jetzt so, dass es gar nicht so viel für dich zu lachen gab oder dass du diese Seite von dir versteckt hast. Vielleicht warst du als Kind ein kleiner Schelm oder es steckt ein kleiner witziger Kobold in dir, den du bis jetzt nie gelebt hast und rausgelassen hast. Und da gibt es eine ganz witzige, humorvolle Seite an dir, die sehr wertvoll ist, nicht nur für dich, weil das Leben dann viel mehr Spaß macht, sondern auch für dein Umfeld, weil sie dann durch dich was zu lachen haben oder weil du andere zum Lachen bringen kannst. Genau, also das oder aber die Botschaft ist eben, verliere den Humor nicht, egal was geschieht, ja, versuch die Dinge auch von der humorvollen, von der witzigen Seite einfach zu betrachten. Schau immer wieder, dass du dein Lachen nicht verlierst, weil dich das auch trägt und weil dir das auch Kraft gibt. Und wir haben die Nähe und die Ermächtigung.
Also Nähe wird eine Rolle spielen. Ja, vielleicht findest du jemanden innerhalb des nächsten Jahres. Vielleicht ist das etwas, was du gern manifestieren möchtest. Ja, eine Partnerschaft, eine Person, eine Beziehung, eine Verbindung. Muss ja gar nicht romantischer Natur sein. Vielleicht auch einfach eine Freundschaft, eine ganz tiefgreifende Verbindung, wo du Nähe spüren kannst oder wo du Nähe zulassen kannst. Ja, vielleicht wird jemand in dein Leben kommen, der dir erlaubt, Nähe wirklich zuzulassen und dich darauf einzulassen, auf etwas einzulassen. Ja, und das muss, wie gesagt, es muss ja gar nicht immer partnerschaftlich sein. Es kann auch im Beruf sein, dass es auch darum geht, dich auf deine Community zum Beispiel einzulassen oder wenn du vielleicht auch im 1:1 irgendwie was anbieten möchtest, ja, Heilarbeit, Coachings oder Beratungen, was auch immer. Auch da geht es ja durchaus darum, sich wirklich auf das Gegenüber einzulassen, ja, wirklich zuzuhören und dann da zu sein. Genau, aber ja, vielleicht auch, dass wirklich jemand in dein Leben kommt, ja, mit dem du echte Nähe haben kannst, leben kannst, genießen kannst, ja, Geborgenheit, Sicherheit, jemand, wo du dich wirklich vertrauensvoll fallen lassen kannst. Und auch das ist etwas sehr, sehr Schönes, öffnet dich auch dafür, dass das in dein Leben kommen darf. Ja, und ermächtige dich, geh in die Selbstermächtigung, übernimm Verantwortung für dein Leben. Ja, lerne auch zu bitten um das, was du dir wünschst, ne? Auch, und sei es eben die höheren Kräfte da, um Hilfe zu bitten oder aber auch eben Menschen in deinem Umfeld, wenn du Wünsche hast, wenn du Bedürfnisse hast, zu lernen, diese zu äußern, ohne zu erwarten, dass sie erfüllt werden müssen, aber dich für die Option zu öffnen, dass sie gerne erfüllt werden, vielleicht von jemandem, ne? Vielleicht kommt ja wirklich jemand, der gerne deine Bedürfnisse auch erfüllt. Ohne dass es da um Mangel, um Opfer, um Bedürftigkeit oder sonst etwas geht, sondern einfach, weil man es gerne tut und weil man sich miteinander wohlfühlt. Ja, genau. Aber es wird für dich eben auch darum gehen, innerhalb des nächsten Jahres mehr und mehr aus dem Opfer, Modus oder aus einer Bedürftigkeit herauszukommen in die Selbstermächtigung und auch Nähe zum Beispiel nicht aus einer Bedürftigkeit heraus zuzulassen oder zu suchen, sondern aus einer Eigenermächtigung, ja, weil du einfach dich selbst auch mehr gefunden hast, zu dir selbst gefunden hast, deinen Wert erkannt hast und einfach jemanden findest, mit dem du auf Augenhöhe zusammen sein kannst und da eine ganz andere, eine echte, eine tiefe Nähe entstehen kann, die eben auf Vertrauen, auf Sicherheit fußt und nicht aus einer Bedürftigkeit, aus einer Angst vor Verlust oder Angst vor Alleinsein oder so entsteht. Das hat dann eine ganz andere Qualität. Und zu guter Letzt, wir haben Courage, Mut und die Wiedergeburt. Also auch du wirst ähnlich wie Stapel 1 hier eine größere Verwandlung erleben, ja, wie eine Wiedergeburt. Es wird also heute in einem Jahr auch für dich sich nicht mehr so anfühlen wie jetzt, sondern da wirst du schon durch einen größeren Prozess auch durchgehen. Du wirst dich wie neugeboren fühlen, ja, auch als wenn ein ganz neuer Abschnitt für dich beginnt, vielleicht ein ganz neues Leben, dass du dann zurückguckst auf die Vergangenheit und denkst, boah, das war jemand ganz anderes. Das war ja ein ganz anderes Leben als das, was ich jetzt hier und heute führe. Ne? Vielleicht auch gerade, was dann Beziehungen angeht oder so. Und auch bei dir Mut. Mut lag auch in Stapel 1. Also Mut ist aktuell hier wirklich etwas sehr, sehr Wichtiges, taucht immer wieder auf. Und auch für dich geht es darum, mutig zu sein. Ja? Den Mut zu finden, du selbst zu sein. Den Mut zu finden, zu dir deinen Werten, deinen Träumen, deinen Bedürfnissen zu stehen, mutige Entscheidungen zu treffen und auch mutig zu sein, eben Dinge loszulassen, das Leben einfach geschehen zu lassen, ohne zu wissen, wie etwas am Ende wirklich aussieht oder wie du irgendwo hinkommen kannst, trotzdem den Weg schon anzufangen, ohne das Ende sehen zu können. Ja, mutig zu sein, diesen ersten Schritt zu gehen und mutig zu sein, immer weiter zu gehen, nicht aufzugeben und an dich selber zu glauben. Ja, also auch sehr schöne Energien hier für dich. Freu dich auf das, was kommt. Freu dich auf das, was in einem Jahr sich für dich hier zeigen wird. Ja, du wirst auch durch einen schönen Prozess hier durchgeleitet werden, wirst dich auch sehr, sehr schön entwickeln einfach und ja, auch in eine ganz neue Richtung einfach gehen oder dich selbst neu entdecken, neu erfinden, das Leben ganz neu betrachten auch und einfach auch lernen, ja, eigenverantwortlich eben Dinge zu gestalten.
Ja, und somit sind es deine Botschaften. Ich hoffe, es dient dir. Lass es mich gerne wissen, wenn du magst, in den Kommentaren. Freue ich mich, von dir zu lesen. Schau gerne auch auf meiner Webseite vorbei. Vielleicht findest du da was in meinen Angeboten. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann gerne durch ein Abo hier auf diesem Kanal, dadurch, dass du das Video teilst oder auch durch meine Kaffeekasse kannst du mir auch gerne etwas zukommen lassen. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Folg mir auch gerne auf Instagram, wenn du Lust hast. Da gibt es auch immer mal ein paar Einblicke ja, über meinen Alltag. Da zeige ich meinen Hund, mein Kater. genau, da kannst du auch gerne dabei sein. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video hier wieder treffen. Bis dahin alles Liebe, eine schöne Zeit, ganz, ganz viel Erfolg und Glück für deinen Seelenweg. Und ich mache weiter mit Stapel 3. Hallo an dich, wenn du Stapel 3 gewählt hast. Und wir schauen mal. Was erwartet dich denn in einem Jahr? Wo wirst du da stehen? Die 10 Schwerter, die 10 Stäbe und die 9 Kelche. Okay, das ist noch mal etwas herausfordernder als Stapel 1, wo wir den Turm hatten. Oder gleichwertig. Ich glaube, man kann die 10 Schwerter und die 10 Stäbe zusammen in etwa als die Energie vom Turm betrachten. aber wir haben die 9 Kelche und darauf darfst du dich freuen. Es wird aber auch für dich herausfordernd, ja. Also das nächste Jahr wird dich sehr fordern. Es wird anstrengend. Es wird Kräfte zehren, durchaus. Also da warten einige Belastungen auf dich, die eventuell hier mit den 10 Schwertern zu tun haben, weil hier geht es ums Loslassen, hier geht es um ein Ende, somit ja auch um einen Neuanfang. Ja, es kann hier also darum auch gehen, wie beim Turm eben ähnlich, dass etwas sein Ende findet, etwas zusammenstürzt und man neu aufbauen muss. Und das ist natürlich erstmal anstrengend, das ist herausfordernd, das geht mitunter an die Substanz, muss aber nicht ganz so dramatisch sein. Ja, es kann sich auch in weniger intensiven Energien bei dir zeigen, so, aber bei dem einen oder anderen kann es schon durchaus ja heftig zugehen einfach, ne? Die 10 Schwerter bringen ja etwas durchaus abrupt und plötzlich zum Ende, etwas eben, womit man nicht rechnet, was aber auch losgelassen werden muss, ne? Also wo die 10 Schwerter sozusagen auftauchen, da geht etwas zum Ende und das kann auch nicht aufgehalten werden. Ja? Also hier geht es darum, für dich innerhalb des nächsten Jahres wirklich etwas loszulassen, was dir auch überhaupt nicht mehr dient, was dich auch sehr gestresst hat, was dich auch einfach an den Rand deiner Kräfte oder auch deiner Psyche gebracht hat. Wir sind ja auch bei den Schwertern, bei den Gedanken, ne? Und mit den 10 Schwertern geht dann einfach auch, da geht dann nichts mehr so, ne? Das ist dann wirklich finito, da ist die Situation zu Ende, aber wir sehen ja im Hintergrund die Sonne aufgehen und es wird weitergehen, ne? Die 10 Schwerter, wie gesagt, 10 Stäbe hier zeigen Stress, Überanstrengung, Belastung, einfach, dass eine Situation sehr herausfordernd, sehr schwierig ist. Hier geht es aber auch darum, dass man sich die Bürde hier auch so ein Stück weit selber auferlegt. Ja? Also wie anstrengend das im Endeffekt für dich wirklich wird, liegt auch ein Stück weit bei dir. Das heißt, du kannst hier durchaus auch Entscheidungen treffen, es dir leichter zu machen. Du kannst es dir erlauben. Ne? Du siehst, die Hexe trägt hier diese 10 Besen und die Katze noch dazu. Die Katze kann alleine laufen, die könnte sie also einfach schon mal runtersetzen und sagen, hey, geh bitte selbstständig, ich muss dich hier nicht tragen. Außer die Katze wäre verletzt, aber ich gehe hier davon aus, dass die Katze sehr wohl laufen kann und dass sie einfach viel zu viel trägt, ja, was sie gar nicht tragen muss. So, sie kann sich auch entscheiden, vielleicht lieber öfter zu gehen, als einmal und dann alles auf einmal zu tragen und sich da an den Rand ihrer Kräfte zu bringen. Ja, das heißt, auch du kannst vielleicht schauen und überlegen, hey, muss ich wirklich das jetzt alles auf einmal erledigen oder muss ich das jetzt wirklich alles ne, tragen oder kann ich nicht auch was loslassen, damit es leichter wird, damit ich mich selbst befreien kann, ja? Also vielleicht auch zu schauen im nächsten Jahr, welchen Ballast möchtest du noch weiter mit dir herumtragen? Was brauchst du wirklich noch? Welche Probleme sind denn überhaupt deine eigenen? Was hast du zu deinen Problemen gemacht und kannst es aber auch wieder ja, entfernen sozusagen, also loslassen? Dass du es dir selber leichter machst. Und musst du überhaupt diesen Berg da hochgehen? Ja? Musst du überhaupt diesen Weg gehen? Das sind so Fragen, die du dir dann stellen kannst. Weil wo es dann hingeht, sind hier die 9 Kelche und hier siehst du eine ganz andere Energie. Hier siehst du Entspannung, Ruhe, Zentriertheit, Frieden, inneren Frieden.
Meditation, so, ne? Und sich hier auch etwas aufgebaut haben, das Leben genießen, ja, in seiner Schönheit. Und da wirst du hinkommen. Das heißt, es gilt hier etwas loszulassen, es wird etwas sein Ende finden, was dich daran gehindert hätte, hier anzukommen. Ja, das heißt, auch hier das Leben nimmt dir nur das weg, was dich hindert, in ein schönes Leben, in ein entspanntes Leben, in ein glückliches Leben zu gehen. Und wenn wir eben nicht bereit sind, da loszulassen und das zu erkennen, dass uns das nicht gut tut, dann wird es halt anstrengend, weil dann halten wir fest, dann sind wir im Widerstand, dann wollen wir das kontrollieren, dann wollen wir das verändern. Und das kostet auch ganz viel Kraft, ne? Und darum ist es eben deine Entscheidung, wie schnell akzeptierst du dann das Ende hier und gehst weiter und konzentrierst dich auf den Neubeginn und auf das, was vor dir liegt. Ja, und wie schnell schaffst du es, in die Entspannung zu finden, trotz der Herausforderungen, und erlaubst du dir auch Pausen, ne? Genau, aber du wirst innerhalb des nächsten Jahres eben hier ankommen. Es wird herausfordernd werden, aber letztendlich führt es dich zu den neuen Kelchen, also in eine innere Harmonie, in den inneren Frieden, in eine Gelassenheit, in eine Ruhe, in eine Entspanntheit und auch in eine Zufriedenheit. Ja, genau. Achte auf deine Energie und glaube an dich. Genau, ne? Und das ist die 10 Stäbe, finde ich so. Achte auf deine Energie. Wo geht deine Energie halt hin? Ne? Wo verausgabst du dich total und brauchst es gar nicht? Ja, wo geht viel zu viel Energie flöten, die du für etwas anderes viel, viel besser einsetzen kannst, ja, auch viel mehr brauchst? Und erlaubst du dir eben auch Pausen? Ja, erlaubst du dir auch, wenn du merkst, deine Energie, dein Energielevel ist unten, deine Energie ist aufgebraucht. Erlaubst du dir dann auch wieder aufzutanken, ja, und Pause zu machen, Urlaub zu machen, deine Energiereserven wieder aufzuladen? Und das ist ganz wichtig innerhalb des nächsten Jahres, dass du da immer wieder drauf achtest, auf deine Energie, und dass du schaust, wie kannst du deine Energie hochhalten, wie kannst du dafür sorgen, dass du stets genug Kraft, Motivation und Energie zur Verfügung hast, um deinen Weg zu gehen. Denn es geht hier ja auch darum, vielleicht etwas Neues zu machen oder Veränderungen in dein Leben zu bringen. Und dafür darfst du auch lernen, an dich zu glauben. Und es wird dir leichter fallen, deinen Weg zu gehen und auch mutige Entscheidungen zu treffen und dich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Wenn du auch in deiner Energie bist, dann hast du ja auch die Kraft zur Verfügung, die du dafür brauchst, ja, und du hast das Potenzial und du hast die innere Stärke. Du brauchst aber auch wirklich die Energie dafür, um darauf zugreifen zu können. Genau, und dann kannst du auch an dich glauben und dir selbst vertrauen. Und wir haben hier die Negativität und das Wohlbefinden. Genau. Und die neuen Kelche, die strahlen für mich halt dieses Wohlbefinden aus, wo du hinkommen darfst, ja, wo du dich hinentwickeln darfst. In ein Leben, in dem du dich wohlfühlst, in deinen Körper, in ein Zuhause, in Lebensumstände, wo du dich wohl und geborgen und sicher fühlst. Da darf es hingehen, ne? Dafür eben, was dem im Weg steht, diesem Wohlbefinden, das wird ein Ende finden. Und wenn du eben nicht allein diese Entscheidung triffst, ja, dass du in einer Situation bist, wo du merkst, das tut mir eigentlich nicht gut, ne? Das stört eigentlich mein Wohlbefinden, aber ich bleibe trotzdem hier drin, ne? Weil ich mag nicht loslassen oder ich habe Angst, was dann ist, wenn ich diese Sicherheit loslasse oder was auch immer, dann wird das Leben dafür sorgen. Ne? Dann kommen hier diese 10 Schwerter und sagen, ey, nein, ne? Du hast einen anderen Weg vor dir. Du darfst in ein Leben gehen, in das du dich wohlfühlst, in dem du dich wohlfühlst. Und dann gehen Dinge zu Ende, die dich eben daran hindern und dir dort vielleicht im Weg stehen. Also, wenn etwas aus deinem Leben verschwindet, wisse, es dient dazu, dass du Richtung Wohlbefinden, Frieden, Gelassenheit gehen kannst. Und dann haben wir hier noch die Negativität, die sich auch innerhalb der nächsten Monate mehr und mehr auflösen darf. Ja, dass du lernst, dich auf das Positive mehr zu konzentrieren, das Gute auch im Unangenehmen zu entdecken und zu finden. Ja, und nicht dich fertig zu machen, weil etwas zu Ende geht oder weil gerade Dinge laufen, so wie du das gar nicht möchtest, weil vielleicht auch Dinge dir entgleiten. Und vielleicht neigst du dazu, dann sehr negativ zu sein. Ja, vielleicht siehst du immer schnell das Negative an einer Situation. Vielleicht drehen sich in deinem Kopf die Gedanken sehr
ins Negative vielleicht, bist du auch anderen Menschen gegenüber häufig negativ eingestellt, hast vielleicht oft das Gefühl, andere wollen dir schaden oder meinen es nicht gut mit dir, ja, oder auch das Leben meint es nicht gut mit dir. Wir können vielleicht auch so Opfergedanken dann so, immer passiert mir das, wieso habe ich immer so ein Pech, wieso muss das ausgerechnet jetzt hier wieder passieren, ne? Genau, und da darfst du eben auch lernen oder wirst du auch lernen, optimistischer und zuversichtlicher zu schauen auf das, was geschieht, also mehr zu erkennen, wozu es gut sein könnte, das Gute wirklich darin zu sehen. Und es gibt immer, immer, immer auch etwas Gutes an der Situation. Die ganze Fülle des Lebens zulassen und deine Gefühle fühlen. Ja, also das nächste Jahr möchte dich in die Fülle bringen, ne? Das sehen wir hier schon. Da soll es hingehen. Dass du dich wirklich richtig gut fühlst in deinem Leben und dass du es dir auch gut gehen lässt, dass du dir auch erlaubst, in Hülle und Fülle zu leben und das Leben zu genießen und zu zelebrieren. Und was dafür auch nötig ist, ist, deine Gefühle zu fühlen, weil deine, also alle Gefühle, ne? Wir lieben es ja, Freude und Glück, und einfach all das Angenehme zu fühlen. Davon können wir nie genug kriegen. Aber wehe, da kommt mal Wut und Schmerz und Angst und Trauer hoch oder Einsamkeit oder Ohnmacht. Das wollen wir nicht so gerne haben. Aber auch das gehört zur Bandbreite des Lebens und des Menschseins dazu. Und wenn du die ganze Fülle des Lebens haben möchtest, spüren möchtest, leben möchtest, erfahren möchtest, gehört dazu auch, die ganze Fülle an Gefühlen zu fühlen, die in dir vorhanden sind und die dein Körper fühlen und spüren kann. Und dazu gehört auch das Unangenehme. Das ist die Fülle des Lebens einfach, ne? Das ist nicht nur, dass alles immer toll und schön ist und nur Glück und so, sondern die Fülle des Lebens bedeutet, alle Facetten und alle Seiten des Lebens und des Menschseins sich zu erlauben, da sein zu lassen und zu fühlen. Genau, und wenn du dir also auch erlaubst, alle Gefühle da sein zu lassen und alles zu fühlen und in allem auch irgendwo dieses Fünkchen Schönheit zu erkennen, auch in den unangenehmen Gefühlen. Und dir erlaubst wirklich alles zu leben und zu erfahren und alles da sein zu lassen, dann wird auch dein Leben insgesamt erfüllter sein, bewegender sein, lebendiger sein, tiefer sein, mehr Tiefe haben, ne? Und wenn du dir erlaubst, auch den Schmerz mehr in der Tiefe zu fühlen, dann wirst du gleichzeitig auch Freude mehr in der Tiefe fühlen können. Dann kommt das Dienen und die Freundschaft. Ja, du bist also auch hier, um auf gewisse Weise zu dienen, um vielleicht dem großen Ganzen zu dienen, dem Göttlichen, dem Universum. Etwas Gutes zu tun oder etwas für die Menschen zu tun. Deine Fähigkeiten, das, was dich ausmacht, auch zu nutzen, um andere damit zu unterstützen. Und auf welche Art und Weise auch immer du dienen kannst oder möchtest, das muss auch gar nicht so was Hochtrabendes oder Außergewöhnliches sein, ja. Es kann einfach sein, dass du als freundlicher Mensch durchs Leben gehst und damit dienst du der Schöpfung auch schon auf große Weise, ja, dass du einfach jemand bist, ein guter Freund, dass du sehr freundschaftlich bist, sehr loyal, sehr zuvorkommend, liebevoll, dass du für jeden ein Lächeln hast, ein offenes Ohr, ja, dass du einfach Menschen mit Großzügigkeit begegnest und mit Wertschätzung. Und mit einem offenen Herzen, mit Herzlichkeit. Ja, genau. Und so dienst auch, ne? Und dich vielleicht auch einsetzt für die Schwächeren, ne? Für Kinder, für Tiere, für die Natur auch einfach etwas tust. Das kann natürlich auch sein. Also du wirst vielleicht innerhalb des nächsten Jahres noch intensiver einen Weg finden oder erkennen überhaupt, wie du eigentlich dienst, ja, womit du dienen kannst, womit du unterstützen kannst. Genau, und ja, dass das einfach noch mehr auch leben und dafür natürlich auch ja, entlohnt werden sozusagen. Ja, wenn du mit vollem Herzen dienst, wenn du etwas tust, dass es anderen Menschen besser geht, ja, dass sie einfach eine Freude haben, dass ihnen geholfen wird, dass sie dankbar sind dafür, dass es dich gibt. Ja, da wirst du natürlich auch dafür belohnt werden. Hundertfach, genau. Ja, Freundschaft wird auch ein Thema sein. Vielleicht kommen da neue Freundschaften in dein Leben. Vielleicht wirst du Freundschaft auf einer neuen Ebene erfahren.
neu für dich definieren, ja, oder einfach wirklich auch ganz, ganz neue Menschen da anziehen, mit denen du Freundschaft auch ganz anders leben kannst als zuvor, vielleicht auch viel tiefer gehen, daher auch wenn du dort auch zulässt, dass es da mal Streit und Konflikte geben darf und man sich dann wieder versöhnt und dass du den anderen auch lernst, in seiner ganzen Tiefe anzunehmen und mit seiner Fülle an Charaktereigenschaften, dann können auch deine Freundschaften noch mal tiefer werden. Und zu guter Letzt haben wir noch die Emotionen und die Kreation, die Kreativität, das Erschaffen auch. Emotionen hier auch noch mal Gefühle, ne? Also das wird wirklich wichtig im kommenden Jahr, dass du mehr damit in Kontakt kommst. Ja, dadurch kommst du ja auch mehr aus dem Verstand raus. Wir haben hier die Negativität, wir haben die 10 Schwerter, was sehr auf Gedankenlastigkeit, Kopflastigkeit hindeutet, ne? Und du darfst mehr vom Kopf ins Fühlen in den Körper hineinkommen und eben mehr dich verbinden mit den Emotionen, die da sind. Und über dieses Fühlen und Spüren und mehr raus aus dem Kopf und aus dem Verstand und aus dem Denken wird dich noch mehr in deine Kreativität bringen, deine Schaffenskraft, in dein Ideenreichtum, in den kreativen Fluss. Du wirst dann einfach ja, Lust haben, auch Dinge zu gestalten, Dinge zu entwickeln, Dinge zu kreieren. Und auch dafür bist du da, ja. Und da auch darfst du an dich glauben, dass das, was du kreieren kannst, was du erschaffen kannst, dass das dient, dass du damit der Menschheit dienst oder den Menschen in deinem Umfeld oder der Erde, dem großen Ganzen oder auch einfach dir selber damit dienst, weil es dich erfüllt, weil es dich erfreut. Und ja, da darfst du gespannt sein, welche Kreationen da entstehen werden und wie du dich hier auch weiterentwickeln wirst. Also auch du wirst, denke ich, hier einen großen Sprung machen innerhalb des kommenden Jahres und hier sehr, sehr viel lernen, mehr mit dir selbst in Kontakt kommen, lernen, mehr auf dich zu achten, auf deine Energie zu achten. Und du wirst einfach ja heute in einem Jahr sehr viel friedvoller und gelassener sein und auch innerlich erfüllter, reicher. Ja, und zwar auch dadurch, dass du dich auch selbst verwirklichst, dass du mit dir im Kontakt bist, dass du dich selbst erlaubst zu fühlen und zu spüren und das ganze Leben auch eben in seiner Fülle erfahren kannst. Somit sind es deine Botschaften. Wenn du hier noch dran bist und bis hier zugehört hast, dann danke ich dir auf jeden Fall auch für deine Zeit. Ich hoffe auch, du konntest hier viel mitnehmen und dass ich dir hier viele wertvolle Impulse mitgeben konnte. Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen, wenn du magst. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann lass mir gerne ein Abo da. Das hilft mir nämlich, dass der Kanal weiter wächst oder teile das Video. Dann sehen das noch mehr Menschen. Dann bekomme ich auch mehr Reichweite. Das hilft also mir dann wieder sichtbarer zu werden. Schau gerne auch auf meiner Webseite vorbei, wenn du Lust hast auf ein persönliches Reading oder ich habe auch ein paar Kurse im Angebot, eigene Kartendecks und biete Kakaozeremonien an. Falls du das am Anfang überhört hast, findet ja die nächste am kommenden Donnerstag statt. Da findest du alle Infos auf der Seite. Und ja, vielleicht sehen wir uns hier beim nächsten Video wieder. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, eine gute Zeit und bis ganz bald.